Hallo liebe Hühnerfreunde und herzlich willkommen zum Hühnertipp. Heute geht es um das Thema Hühnerstall einrichten. Ich zeige euch 5 Dinge, die in jeden Hühnerstall gehören. Zu den einzelnen Themen habe ich auch schon mal Videos gedreht. Die verlinke ich euch unten in den Beschreibungen. Schaut da gerne mal rein. Wir beide gehen jetzt in den Hühnerstall und ihr kommt mit. Los geht's. So, dann legen wir mal gleich los. Also, was gehört auf jeden Fall in den Hühnerstall? Na klar, irgendein Einstreu. Mein absoluter Favorit ist Leinenstroh, relativ kurz geschnitten. Das nimmt die Feuchtigkeit super auf, schützt dadurch eben auch vor Gerüchen im Hühnerstall, ist sehr ergiebig und hält wirklich lange. Alternativ dazu geht auch Hanfstroh, auch kurz geschnitten, ist fast das gleiche so vom Gefühl her. Habe ich auch regelmäßig hier im Einsatz. Und die andere Variante, die man machen kann, ist so ein Holzeinstreu. Das ist jetzt mal hier die schnell gekaufte Variante aus der Drogerie. Wenn man mal keine Zeit hat, zum Futterhändler zu gehen, da kriegt man in kleinen Säcken eben auch mal schnell was für den Hühnerstall. Habe ich früher immer genommen, aber ich persönlich bevorzuge in der Regel dieses Leinenstroh, denn das ist eigentlich noch ein bisschen ergiebiger und bindet den Dreck besser. Einer der Hauptgründe, mit Hühnern anzufangen, waren für mich die leckeren Eier. Und ich freue mich jeden Tag, wenn ich in den Stall komme und sowas Leckeres hier sehe. Ja, ganz saubere, tolle Eier. In dem Fall habe ich hier Kunststoffnester zum Anhängen. Die sind relativ leicht. Die kann man hier an diesen Schrauben aufhängen. Und wenn man sie reinigen muss, weil die Hühner manchmal eben doch die Teile ein bisschen verschmutzen, dann schiebt man das ganze Teil einfach nach oben, nimmt es dann ab, dann wird es mit dem Wasserschlauch abgespritzt, kurz abgetrocknet und fertig und dann wieder neu befüllt mit Einstreu. Das muss man auf jeden Fall da immer reinlegen. Ich habe jetzt hier Naturheu gewählt. Auf der anderen Seite habe ich nochmal ein Nest zu hängen mit Leinenstroh. Das ist relativ egal, was ihr da reinmacht. Hauptsache, es ist ein bisschen weich und bietet so ein bisschen Nestfeeling. Kleiner Nachteil von den Dingern ist, meine Hühner haben einen relativ großen Bruttrieb, fangen also oft an zu glucken und setzen sich gerne auf die Eier und verlassen die Nester nicht mehr. Ja, die kann man nicht versperren. Und durch das Einstreu da drin kuscheln die Hühner sich so richtig ein, fühlen sich richtig wohl und denken sich, ja, hier kann man gut Eier ausbrüten und Küken bekommen. Ja, und in der Praxis will man das aber nicht ständig. Und das ist der kleine Nachteil von den Nestern. Je nachdem, was für Hühnerrassen ihr so haltet und wie da so der Bruttrieb ist, kann das manchmal auch ein bisschen nerven. Und in diesem Video stelle ich euch mal mein neues Legenest vor. Dankenswerterweise bereitgestellt von der Firma Hühnerbaron. Das ist ein Abroll-Legenest aus Metall. Also auch ein Werkstoff, der sich gut reinigen lässt. Das ist besonders wichtig bei Legenestern. Es gibt ja auch einige, die aus Holz bauen oder es gibt sogar welche aus Holz zu kaufen. Davon halte ich relativ wenig, weil die denn doch auch mal verschmutzt sind. Interessant ist, dass wir hier erstmal eine Sitzstange haben, die wir hochklappen können. Und somit ist das Nest erstmal verriegelt für die Hühner, wenn man einfach mal nicht möchte, dass die das Nest besetzen, zum Beispiel in der Nacht, wenn man also etwas gegen den Bruttrieb tun möchte. So wie von den beiden hier. Ja, und dann kommt man auch an die leckeren Eier, denn bei dem Abrollnest rollen die Eier eine schräge Rampe runter und landen dann hier ohne zu verschmutzen auf einem Gitter. Da kann man sie dann sicher entnehmen. Die Hühner können also nicht mehr mit dem Schnabel ran an die Eier und die dann unter sich schieben und brüten. Oder es gibt ja manchmal auch Tiere, die nach Eiern picken. Auch das ist hier dann nicht mehr möglich, weil die Eier dann einfach mal immer weiter runterrollen und irgendwann hier unten landen. Ja, ich habe ja Zwerghuhneier, die rollen da immer ein kleines Stückchen runter. Bei großen Eiern würden die dann auch entsprechend ein bisschen tiefer rollen. Jo, eigentlich eine prima Sache.
Das ist hier ein Nest, was sozusagen doppelt ist, aber ohne Trennwand. Das heißt, da passen dann auch ein paar mehr Hühner rein. Grundsätzlich kann man sagen, dass man für 3 bis 5 Hühner ein Nest haben sollte. Das heißt, so ein Gruppennest, was aussieht wie für 2 geschaffen, da passen dann also auch mal 2 oder 3 Hennen gleichzeitig rein. Auch das machen die Hühner ja gerne, dass sie zusammenlegen. Ja, und dann reicht so ein Nest für bis zu 10 Hühner aus. Ganz wichtig im Hühnerstall sind auch die Sitzstangen. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier seit einiger Zeit welche aus Naturholz. Die habe ich vor kurzem gerade wieder neu angefertigt aus Haselnussholz. Finde ich immer sehr gut. Haselnuss wächst prima im Hühnerauslauf und wächst auch sehr gerade. Das heißt, man kann toll damit bauen. Ich habe die jetzt ein bisschen mit Pflanzenöl eingerieben. Das mögen die Hühnermilben nicht so. Und vom Abstand her, ja, sollte man mindestens ungefähr so 30 cm machen, damit die sich nicht irgendwie gegenseitig voll machen. Höhe über Boden, je nach Rasse. Meine Hühnerstangen sind über 1 Meter hoch. Ich habe ja auch leichte Hühner. Bei schweren Rassen würde ich da vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Ich habe aber auch hier vorne eine Anflugstange, wo die Hühner erstmal hochhopsen und dann eben oben landen. Ja, von der Dicke her immer überlegen, was ist naturnah. Ich stelle mir immer vor, wenn so ein Huhn nachts auf einem Baum schlafen würde, welchen Ast würde dieses Huhn wohl wählen? Und ich denke mal, so wie ich sie hier habe, für Zwerghühner sollte schon drin sein. Also irgendwelche kleinen Mini-Stangen von den wellensittlichen Klauen würde ich hier natürlich nicht. Das würde dann auch wirklich zu Haltungsschäden führen. Kann man manchmal lesen in Büchern, keine Rundhölzer verwenden. Ich denke aber, mit ausreichendem Durchmesser ist man da ganz gut beraten. Dann gibt es ja noch die Frage, ob man die Hühnerstangen unterschiedlich hoch anbringen sollte. Einige Zuschauer von euch haben mir auch mal geschrieben, ja, die muss man doch unterschiedlich hoch anbringen wegen der Rangordnung. Also, ich halte hier seit Jahren Hühner und auch immer mehrere Hähne. Und ich hatte bis jetzt noch nie Probleme mit Stangen, die gleich hoch angebracht sind. Im Gegenteil, das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert und gab relativ wenig Hauereien. Müsst ihr einfach ausprobieren. Eine Idee ist es, das eben ein bisschen in die Höhe zu versetzen, wenn man da möchte, dass da Tiere irgendwie ihre Rangordnung ausleben können. Bei mir funktioniert es jetzt auch so. So, jetzt nur noch mal die andere Variante zum Vergleich. So würde ich die Sitzstangen natürlich nicht anbringen, aber das sind jetzt hier normale Dachlatten. Einmal die kleine Größe, das sind 24 x 48 mm Größe und hier daneben die Größe 40 x 60 mm. Die kleine Variante würde ich für Zwerghühner nehmen, für besonders schwere Rassen, also wenn man irgendwelche Jersey Giants oder sowas hat im Stall. Da würde ich dann wirklich eine Nummer größer wählen. So würde ich die Teile allerdings nicht anschrauben. Dachlatten und sonstige Kanthölzer sollte man gründlich abschleifen, damit die Hühner sich keine Splitter einreißen. Und dann sollte man auch mit einer Feile oder mit einer Fräse oder dem Schleifgerät hier diese Kanten abtragen, damit die Hühner oben also ein bisschen rund greifen können. Ja, kann man machen. Ich habe mir erstmal die Dinger hier auf Reserve zugeschnitten. Falls mal irgendwas mit meinen runden Sitzstangen mir nicht passt, habe ich immer griffbereit hier einen Ersatz. Der nächste Einrichtungsgegenstand im Hühnerstall befindet sich direkt unter den Sitzstangen und den habt ihr gerade eben schon gesehen. Das ist hier ein Kotbrett. Das ist einfach mal so eine Siebdruckplatte aus dem Baumarkt. Die glatte Seite habe ich nach oben genommen. Und ein bisschen Einstreu obendrauf hat folgenden Hintergrund. Die Hühner kacken in der Nacht sehr viel und um zu verhindern, dass der ganze Stall dann ganz schnell dreckig wird, ist eben dieses Kotbrett da. Ja, und eine Variante wäre, da Sand drauf zu streuen, um dann den Kot besser entfernen zu können. Nur nimmt Sand leider relativ schlecht die Feuchtigkeit auf. Eine andere Variante war früher immer Zeitungspapier. Das hat man aber heutzutage kaum noch und deswegen nehme ich einfach immer ein bisschen Einstreu und entferne dann eben alle 1 bis 2 Tage den Kot.
In einigen Hühnerbüchern ist immer die Rede von solchen Kotbunkern. Das wäre dann so, dass man ein Gitter zieht, damit die Hühner nicht in den Kontakt mit ihrem eigenen Kot kommen. Ja, aber im Grunde genommen hat das Ganze nur die Funktion, dass man damit eben eine Woche lang wartet mit dem Saubermachen. Und das kann ich wirklich nicht empfehlen, denn ja, dann hat man hier den Gestank irgendwann im Stall, die Fliegen hat man im Stall, die Feuchtigkeit, und es macht in jedem Falle Sinn, hier regelmäßig den Bereich sauber zu halten. Und das hier ist mein Equipment, mit dem ich eben dieses Kotbrett hier jeden Tag oder auch mal alle 2 Tage reinige. Das ist so eine Metallschaufel hier, die habe ich mir neulich aus dem Urlaub mitgebracht. Total genial. Die eignet sich super dafür. Und was auch wichtig ist, ist so ein Flächenspachtel. Da kann man prima dann eben den ganzen angebappten Kram abkratzen. Sekundenschnell ist damit die Sache erledigt. Alles in den Eimer. Und dann geht es auf den Kompost damit. Und die Blumen freuen sich und blühen wie verrückt. Und nicht zu vergessen, das Futter für die Hühner. Ja, wer so meine Videos guckt, der weiß, in fast jedem Video ist das Ding hier zu sehen. So ein Futterautomat, wo man einen ganzen Sack Hühnerfutter reinschmeißen kann. Das rutscht dann nach und nach hier runter in dieser Auffangschale und die Hühner fressen hier und haben hier dieses Hühnerfutter den ganzen Tag zur Verfügung. Ich nehme einfach dieses Gerät am liebsten, weil ich keine Lust auf diese angebrochenen Säcke habe in der Garage oder in irgendeinem Schuppen oder im Keller, wo dann nachher noch die Mäuse kommen und mitfressen. Also deswegen nehme ich dieses Ding. Ein Futterbehälter sollte nach Möglichkeit im Stall stehen, um einfach zu verhindern, dass Wildvögel oder irgendwelche lieben Nagetiere da eben mitfressen. Jo, und wer keine Lust auf so ein ganz großes Ding hat, dem empfehle ich mindestens einen 4 Kilo Futterautomat nach Möglichkeit auf Standfüßen, damit nicht so viel Dreck reinkommt. Auch gut ist es, wenn der transparent ist, damit man eben sieht, wie viel Futter drin ist. Und immer bedenken, ein Huhn frisst ungefähr 120 Gramm Futter. Naja, meine Zwerghühner vielleicht 100 Gramm, aber trotzdem bei 10 Hühnern hätte ich dann auch schon wieder 1 Kilo Futter pro Tag, und dann würde das Ding hier gerade mal so 4 Tage halten, und dann müsste ich ja ständig nachfüllen. Und deswegen nehmt im Zweifelsfall immer eine Nummer größer, als ihr ursprünglich geplant habt, und eigentlich das Größte, was ihr kriegt. Meine Meinung. Wenn man seine Hühner täglich und kontrolliert füttern möchte und jeden Tag dran denkt, dann kann man natürlich auch diese Oldschool Futtertröge nehmen aus verzinktem Stahlblech. Die sind ziemlich kultig, sehen ganz gut aus und erinnern so ein bisschen an Großmutters Zeiten. Dazu hatte ich auch mal ein Video gemacht. Den kann man nämlich prima auf so ein Holzuntergestell schrauben, und dann hat man eine gewisse Höhe. Die Hühner können dann hier auf die kleine Sitzstange hüpfen, können dann Futter fressen. Ja, das Ganze verschmutzt weniger, und der Platz darunter ist im Stall natürlich eben auch noch vorhanden. Mir ist bei diesen Dingern allerdings mal aufgefallen, dass sie für meine Zwerghühner zu groß waren, und deswegen habe ich im Auslauf sowas eine Nummer kleiner, und das zeige ich euch jetzt. Und da haben wir auch das Gerät, was ich meine. Das ist hier so ein Junghennenfuttertrog. Und den habe ich gefüllt mit Muschelschalen, Grit und kleinen Steinchen. Die nehmen die Hühner regelmäßig auf. Und dadurch decken sie ihren Kalziumbedarf. Ja, und es gibt feste Eierschalen. Eine etwas strittige Frage ist das Thema Wasser im Hühnerstall. Ja, grundsätzlich sollte man seinen Hühnern natürlich rund um die Uhr Wasser anbieten. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass man dadurch relativ viel Feuchtigkeit in den Stall einträgt, weil die Hühner eben doch mal da ein bisschen mit rumsauen. Also Möglichkeit 1 ist so eine Stülptränke. Ich finde, die verschmutzen aber relativ schnell. Auch wenn man hier so einen gewissen Wasservorrat hat, verschmutzt eben der
Auffangbehälter hier unten, diese Rinne. Und letztendlich muss man das Ding dann auch immer regelmäßig abkippen und hier die Rinne reinigen. Hilft also nicht wirklich. Den kann man anhängen. Es gibt auch welche mit Standfüßen. Auch das kann man machen. Ansonsten gibt es die Variante Nippeltränke, wo die Hühner dann eben mit dem Schnabel hier an diese Nippel rangehen und dann tropft das Wasser so raus. Ist nicht ganz so natürlich, die Wasseraufnahme, wie vielleicht hier in der Tränke, aber wäre eine Möglichkeit, wenn man die Hühner mal eine Zeit lang im Stall einsperren muss. Und jetzt sage ich euch, wie ich das mache. Ich kaufe mir regelmäßig einen Pickstein. Das ist ein Mineralstein, den die Hühner nach und nach aufpicken. Dadurch nehmen sie eben Mineralien wie Calcium und so weiter auf. Sorgt für stabile Eierschalen und feste Knochen. Der wird geliefert in so einer Verpackung. Und das ist eine tolle Plastikschale, in die man Wasser füllen kann im Auslauf. Und so mache ich das. Ich löse das Ding raus wie einen Kuchen. Und dann wird die Schale ausgewaschen, mit Wasser gefüllt und dann eben im Auslauf platziert. Und dann trinken die Hühner draußen und fressen im Stall. Und das klappt seit Jahren ganz gut. Bis jetzt ist mir noch kein Huhn verdurstet. Und das lässt sich auch sehr gut reinigen, im Gegensatz zu diesen anderen Trinkgefäßen, die man so zu kaufen kriegt. So Leute, bei mir ist es verdammt spät geworden und ich zeige euch jetzt nochmal, wie die Hühner so nachts auf der Stange sitzen und schlafen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch ein bisschen weitergeholfen in Sachen Einrichtung des Hühnerstalls und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!